dann wird mit dieser Metaphorik eben aus literarischen Quellen gespeist. Ich möchte heute nur auf diesen letzten Punkt eingehen, zumal Sie ja auch Kybernetiker und Soziologen hier im Schramlabor zu Gast hatten und auch erwarten dürfen, vor allem natürlich hier den Star der Soziologie, Gerhard Kahn. Damit bin ich bei einem erstaunlichen Sonnenaufgang eines englischen Romans angekommen, dass ich in Auszügen geschickt, ich weiß nicht, wer zumindest mal sich angeschaut hat, was für diesen Olaf Staple. Zitiere: Early walkers noticed that the sky had an unaccountably greenish tinge and that the climbing sun, though free from cloud, was waning. Also irgendwie, was ist da, trübt diesen schönen Sonnenaufgang. Observers were presently surprised to see the green concentrate itself into 1,000 tiny cloudlets with clear blue between. Field glasses revealed within each fleck of green some faint hint of ruddy nucleus and shifting strands. Was die erstaunten Spaziergänger mit ihren Feldstechern sehen, ist ein strange phenomenon. Nämlich eine Organisation aus Kern und Verknüpfung, die ihre Gestalt und ihren Aggregatzustand beliebig zu verändern vermag. On the mountain, a vast swarm of cloudlets was collecting and creeping down the precipices and snow fields into a high glacier valley. Dieser Schwarm ähnelt erst einer Wolke oder einem Nebel, der um jeden Gegenstand und jede Person umherfließt, dann aber erstarrt er zu einer festen Masse und greift an. The murderous thing now elbowed itself along the road toward the town, leaned against the first house, crushed it, and proceeded to wander hither and thither, pushing everything down before it, as though it was a lava stream. Es entkommt jeder Gegenwehr der Bewohner, indem es zerrinnt. It dissipated itself again into a swarm of the original green cloudlets and vanished. Thus ended the first invasion of the Earth from Mars. Es wird zu untersuchen sein, ob es mehr als ein Zufall ist, dass ausgerechnet ein Romanautor das erste anspruchsvolle Konzept eines intelligenten, global agierenden, transnationalen, instantan telekommunizierenden, dezentralen Schwarms vorgelegt hat. Dieser Schwarm in Olaf Stapletons Science Fiction aus dem Jahr 1930 erweist sich nicht nur als das ganz andere, sondern als dieses andere als der Feind der Menschheit, dessen zentrale Eigenschaften noch die Schwärme transnationaler Terrornetzwerke allesamt teilen. Und er wird mit genau jener auf Ähnlichkeiten beruhende Metaphernkette beschrieben, als Wolke, als Kollektiv, als Netzwerk oder als Multiplicity of Free-Floating Units, die auch die aktuelle Semantik prägt. Das sind also genau die Metaphern Cloud Computing, unsere Networks, Multitude und so weiter, die Sie heute natürlich in diesem ganzen Bereich immer haben. Um seine Vision eines Schwarms einem Publikum zu vermitteln, dem in den 1930er Jahren Netzwerkmodelle vollkommen unvertraut sind, benutzt Stapleton eine ganze Reihe von Analogien aus der Welt der Physik, der Biologie und der Telekommunikation. Diese Analogien finden auch heute Verwendung und dienen vermutlich dem gleichen Zweck der Erzeugung von Evidenz und der populären Vermittlung spezialisierten Wissens. Die Koordination eines Schwarms findet nämlich im Medium einer gleichsam telepathischen Kommunikation statt. Einen Schwarm habe man sich als immense crowd of mobile wireless stations vorzustellen, eine jede einzelne transmitting and receiving. Das ist natürlich 1930 ein
an open order of independent and very tenuous cloudlets in telepathic communication, and often in strict unity as group minds. Second, a more concentrated and less vulnerable cloud, and third, an extremely concentrated and formidable cloud jet. Also verschiedene Formen der Dichte und der Anzahl können die bilden. Die Wolken können autonom oder im Kollektiv agieren. The whole planet constituted sometimes a single biological and psychological individual, wenn die sich alle verschalten. But this occurred as a rule only in respective matters which concerned the species at a whole. At most times the Martian individual was a cloudhead, fähig, jede Form anzunehmen, die sich aus ihren Elementen darstellen lässt, fähig, in einzelne free-wandering units zu zerfallen und fähig, Subschwärme auszubilden, to fulfill special functions. Jeder Schwarm ist also ein Schwarm aus Schwärmen. Each cloudbird was an organization of specialized groups formed of minor specialized groups which in turn were composed of the fundamental specialized varieties of units. All were free floating units, aber jederzeit fähig zur Kopplung, um eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen oder ein Problem zu lösen. Also die können sich immer wieder zusammentun und je nach Menge und Form dann bilden, können die bestimmte Sachen dann lösen. Wenn ein Element auf ein Problem stößt, verkoppelt es sich mit anderen Elementen so lange, um dann als Schwarm eine Lösung zu finden. Aus den fluiden Strömen der Einheiten wird durch rigide Verknüpfung ein Schwarmsystem, ein Cloudless System, das nach getaner Arbeit wieder in den Zustand loser Kopplung zerfällt und seine Einheiten für neue Kopplungen freigibt. Diesem Schwarm aus Schwärmen steht das ganze Spektrum sozialer Ordnung zur Verfügung, vom Simple Life, frei flottierende Einheiten, bis zur Komplexität einer Kollektivintelligenz, deren Subschwärme arbeitsteilig Special Functions verrichten. Im Fall eines solchen Poolings, wie es auch schon hört, also die Begriffe sind alle unglaublich vertraut, aktuell, also im Fall eines solchen Poolings, einer Verknüpfung einer Multitude von Einheiten zu einem großen Schwarm, emergiere dann ein Supermind, eine Art kollektiver Wille, der die einzelne Einheit in einen Zustand von Super Loyalty gegenüber dem Ganzen versetzt. Man muss nur in die zeitgenössische Literatur der Entomologie schauen, also der Insektenkunde, um zu sehen, woher Stapleton seine Spekulation über Superorganismen, Hive-Minds oder telepathischer Kommunikation bezieht. Im Jahr 1920 liest man etwa in North American Review für die neuesten entomologischen Forschungen Folgendes. The spirit of the hive, which Marteling makes so much of, seems to give us the key to the psychic life of all lower orders. What one knows, all of that kind seem to know at the same instant. It is something like a community of mind or unity of mind. So far as we know, there's nothing like a council or advisory board in the hive. Also genau, was ich am Anfang gezeigt habe, dieses Wunder, wie machen das die Insekten eigentlich? Die haben keinen Rat oder kein Advisory Board, die haben kein zentrales Kommando. There are no decrees or orders. Es gibt keine Befehle, keine Erlasse, keine Gesetze. The swarm is a unit. The members act in concert without direction or rule. The division of labor in the hive is spontaneous. The bees function and cooperate without scheme or direction. Also das ist das Erstaunen. Auch hier der Insektenkunde. Der Schwarm der Entomologen des 25. Jahrhunderts ist ein dezentrales, posthierarchisches, sich selbst steuerndes, instantan kommunizierendes, im Bedarfsfall spontan arbeitsteiliges, komplexes, vielförmiges und doch als höhere Einheit operierendes Kollektiv. Aber wieso operieren alle Einheiten und Subschwärme des Schwarms so, als seien alles äußerst durchdacht und